Und damit willkommen zurück. Heute geht Suki des Sniper an den Kragen. Na super, auf Sniper habe ich noch weniger Bock als auf Motorradgangsten. Jetzt haben wir gleich beides gleichzeitig. Sie befindet sich auf der Baustelle Mord, Waffenschmuggel und Waffenhandel. Kaltblütige Auftragskillerin, die ihr Geld mit dem Schmuggel von Waffen verdient. Selbige setzt sie bevorzugt gegen alles und jeden ein, der versucht sie aufzuhalten. Na schauen wir mal, wer hier wen aufhält. Und Kaugummi kaut sie auch zu viel. Alles nicht gut für die Zähne. Road closed ahead. Ja, danke, dass die Warntafel da war. Hätte ich gar nicht gesehen. Ach super, wieder irgendwelche Sachen, wo man runterfallen kann und springen muss. Genau mein Spezialgebiet. Und natürlich noch Gegner auf Jetpacks. Natürlich. Wow, wow, wow. Na klar, reicht ja nicht, dass die schon auf Jetpacks kommen. Die müssen am Ende noch einen auf Suicide Pearl Harbor mäßig machen. Kamikaze wollte ich sagen. Fiel mir nur gerade nicht ein. So, diese Kiste hat... Wow, was denn jetzt? Ich wollte sagen, die Kiste hat geblinkt, aber ich wüsste nicht, wie ich sie aufkriegen soll. Weil wir haben weder Granaten noch sonst irgendwas. Fass stand auch nicht davor. Und damit haben wir unsere erste Sniper. Jawohl, eine Lil Pounder. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Es lag aber auch nichts da. Vielleicht hätten wir die Kamikaze-Flieger da hinlocken sollen. Aber es steht auch Ammo drauf. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass kein Diebesgut drin ist, sondern vielleicht einfach nur Munition bzw. Waffen. So, jetzt gibt's... Ui, nein. Okay, die gefällt mir. Das schaffen wir nicht. Ah, das war dumm. Ich wollte da gar nicht springen. Na gut. Muss auch erstmal wieder reinkommen. Oh nein. Nehmen wir vielleicht die Schrotti? Oh ja, die ist gut. Dass am Ende dann auch noch ein Feuer dort sein muss, das macht es natürlich auch nicht einfacher. Was haben wir hier? Blendgranate? Nein, Splitterbombe. Okay. Probieren wir gleich mal aus. Zum Glück haben die hier alle genügend Medizin getroppt. Gab es hier noch irgendwas Diebesgutmäßiges? Sah nicht so aus. Da machen wir uns mal auf den Weg nach unten. Und der erste Checkpoint. Was hat denn der da oben? Das sieht nicht aus wie ein normaler Raketenwerfer. Och nein, zielsuchend. Och Leute, was denn noch alles? Ich würde sagen, das Spiel... Oh, okay, wir haben ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Das Spiel übertreibt es ein wenig, würde ich sagen. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, drei Granaten oder zwei Splitterbomben. Ich würde sagen, wir heben erstmal die Splitterbombe auf. Ah, nein. Ich würde sagen, wir heben die Splitterbombe nicht auf. Ach, Menno. Ich habe mich voll auf die Olle da unten konzentriert. Ah, und jetzt hat es mich erwischt. Und wir sind mitten im Gegnergetummel. Ach du Scheiße. Leute, nein, ich darf nicht sterben. Nicht nochmal. Nein, ach Mensch, was ist denn das für ein Start hier ins Level? Ich muss mich etwas mehr konzentrieren. So, es geht jetzt erstmal dem Typen hier oben an den Kragen, weil der geht mir richtig auf den Sack mit seinen komischen zielsuchenden Raketendingern. So, du auch noch? Nein, noch eine. Und nicht runterfallen. Ui. Und schon wieder nur noch ein Leben, ey Leute. Das ist gerade mal der Anfang vom Level. Was soll ich denn machen? So, komm. Nein, warum hat er die so weit geworfen? Geh weg. Hört die irgendwann auf? Wo ist sie? Da ist sie. Hör auf. Okay, sie hört irgendwann auf. Ja, so ein bisschen Medizin wäre geil. Da unten haben wir was. Nehmen wir das doch mit. Nein. Ach, Mensch. Bin schon wieder viel zu schlecht. Hier in der Kiste ist was drin. Ich würde sagen, ah, nein, nein. Oh, okay. Doch. Nur ein Brecheisen oder was? Na super. So, AK nehmen wir mit. Hier haben wir. Wir haben noch ein Leben. Oh, hier ist ein Lebenskoffer. Leute, macht doch nicht so einen Scheiß mit mir. Okay, Scharfschützengewehr nehmen wir mit. Nein, 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 nein. Hä, warum hat er getroffen? Ich bin noch drüber gesprungen. Eindeutig Fehler vom Spiel. Da gehe ich vor Gericht. Okay, das Scharfschützengewehr ist relativ effektiv gegen die Typen mit ihren Jetpacks. So, okay. Unten war auf jeden Fall noch was. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier oben lang. Wir haben bloß noch drei Schuss. Vielleicht sollte ich mir die aufheben für die Raketenwerfer-Typen. Jetpack-Typen oder Raketenwerfer eigentlich für beide. Nein, nein, nein. Ui, das war knapp.
So, nee, hier ist ein Checkpoint. Aber kommen wir jetzt hier runter oder fliegen wir dann durch? Ich riskiere es nicht. Schau mal, hier unten ist der Typ mit dem Raketenwerfer. Gut, dass er gerade eine geschossen hat. Da hat er uns die Position verraten. Musste man nicht alles wieder zurücklaufen. Aber jetzt müssen wir alles wieder zurücklaufen. Zwei Schuss haben wir noch. Hier haben wir 32er All 50. Nee, ich behalte das Scharfschützengewehr. Bei den Jetpack-Typen ist es echt wichtig, die zuerst wegzuballern, bevor die anfangen zu schießen. Weil dadurch, dass die sich nach oben und unten bewegen, kann man überhaupt nicht einschätzen, wo man denn am besten in Deckung gehen kann. So, eine Drone-Free Zone. Opens im Mai. Okay. Wir haben Mai. Das ist doch gut. Ah ne, ist ja eine freie Zone, aber sie öffnet im Mai. Was bedeutet das? Darf ich jetzt im Mai fliegen? Oder ist die Drohne frei? Ah, dann würde ja nicht in Opens im Mai, sondern Drone-Free Zone in May, oder? Ich weiß es nicht. Mach mir schon wieder viel zu viel Gedanken hier über irgendwelchen sinnloses Zeug. Ich wollte doch einfach nur mal mit meiner Mavic-Mini hier rumfliegen. Oh, guck mal, da vorne war eine AUG. Und hier auch, dann nehmen wir doch lieber die AUG mit, weil dann haben wir schon wieder 78 Schuss in dem Ding. Wir heben sie vielleicht doch wieder für den Endboss auf. Den letzten Endboss haben wir ja mit der AUG relativ gut zunichte bekommen. Und noch so ein Typ, na toll. Nein, kann man die irgendwie abschießen oder so? Klappt das? Ah, natürlich nicht, wenn sie von oben kommen. Ui. Komm ich hier runter? Ja. Ich kicke ich runter, das hat gut geklappt. Nein, ich würde lieber von oben springen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ui, das war ja schon ganz schön knapp. Hat ein Gegner erwischt da unten? Wir haben da noch so einen Raketenwerfer-Typen stehen. Vielleicht schaffen wir es ja. Nein, er lebt noch. Der alte Holzmichel. Verdammt. Wo kam denn das? Na klar. Ach, ich sollte vielleicht nicht so langsam, lange rummehren. Scheiße. Oder so langsam sein, wenn hier diese Raketenwerfer-Typen am Start sind. So, eins verfolgt uns noch. Nein, oh, direkt von oben. Das ist aber auch fies. Ach, Mist. Der nächste Checkpoint. Ich habe schon wieder das Gefühl, wir haben ein Diebesgut verpasst, aber ich komme von hier auch nicht mehr wirklich zurück. Ich möchte es nicht ausprobieren. Ich verzichte lieber. Es tut mir leid, falls ich eins übersehen habe. Aber das Level ist mir gerade hier echt zu hardcore unterwegs. Was haben wir hier unten wieder? Die Klappen, die auf und zu gehen. Oh, hier haben wir ein Diebesgut. Nummer 2 von 3. 1 von 3. Haben wir nicht schon 1-1 gesammelt? Genau. Ich dachte eigentlich, wir haben schon 1 eingesammelt. Ja, anscheinend kriege ich schon Halluzinationen. Kommt zu vielen Zocken. Verschwinde, nein! Was denn noch alles? Ich kann mich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren, Leute. Macht nicht so einen Scheiß mit mir, gib mir die Schroti. Komm nah genug ran. Nein! Jetzt, nein! Boah! Leute, ey, was ist hier los? Oh Mann! So, nehmen wir das mit. Wir haben jetzt natürlich auch die AUG verloren. Ach, Menno. Wir hatten so viele Schuss da drin. Das ärgert mich ein wenig. Ich vergesse jedes Mal, dass die dann davon fliegen. Oh nein, und jetzt kam ja die hier noch raus. Habe ich auch vergessen. Der Alzheimer schlägt mal wieder zu. Ach, shittens. Ey, hör doch mal auf mit deinem Dauerfeuer, Junge. Und noch Raketen, na klar, was denn noch alles? Nein, ach Mist. Wo ist die Rakete? Ah. Ich weiß nicht, ob wir das hier heute noch schaffen. Oje, oje, oje. Vielleicht sind die Messer ja auch... Ja, die sind auch effektiv, sehr gut. Okay, wir hätten erstmal die hier vorne killen sollen. Das scheint mir einfacher zu sein. Der Raketenwerfer-Typ, der ist da unten. Oh Mann, voll reingesprungen, verdammt. Aber wir haben ja zum Glück so ein Köfferchen hier. Kleines LR-Köfferchen. Ist immer gut. Nein, ist es nicht.
Komm. Boah, Leute. Okay. Rakete hat sich zum Glück verabschiedet. Die Aug ist eigentlich ganz schön, aber sagen wir, ballern der erstmal eine hier mit rein. Warum ist sie nicht auf dem LKW gelandet? So, 9 Schuss haben wir noch hier drin. Na, ich probiere da jetzt nicht reinzuspringen, wenn sie da schon durchgefallen ist. Geht's jetzt hier drüben weiter oder nicht? Scheint so, aber diese Ammo-Kiste haben wir auch schon wieder nicht geöffnet. Wir haben auch keine Granaten. Ja, hier geht's weiter. Was schön, die Zielperson. Rat mal ein Diebesgut. War ich schon wieder so blind? Okay. Na komm hoch. Dich haben wir. Jetzt haben wir natürlich hier so eine Nahschusswaffe. Vielleicht sollten wir uns erstmal die Augen krallen, aber ich würde mich erstmal hier oben um den Typen kümmern. Wir haben auf jeden Fall so ein Köfferchen hier oben. Okay, sie macht es uns bis jetzt noch relativ einfach. Das wird ja aber wahrscheinlich nicht dabei bleiben. Ja, wir können einfach warten, bis sie geschossen hat und treffen sie trotzdem noch. Du musst erstmal dran glauben. Okay, bis jetzt läuft es noch ganz gut. Wir haben auch noch 12 Schuss. Ah, Mist, ich wollte zweimal schießen. Das war der Fehler. Nee, den Koffer möchte ich noch nicht einsammeln. Verdammt, es lief gerade noch so gut. War wieder zu gierig. Ah, warum springst du nicht? Ich hab gedrückt. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Koffer. Nein, zu früh. Okay, jetzt nehmen wir die Aug. Machen uns auf den Weg hier rüber. Nein, nein, ach Mensch, warum rutscht denn der? Der sollte sich einfach nur hinhocken. Ja, und das war's. Ey, es lief so gut. Manchmal macht er einfach nicht das, was ich will. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man irgendwie noch ein kleines Stück in Bewegung ist oder so, dann fängt er an, so blöd rumzurutschen. Ich denke mal, auf dem Controller ist das bestimmt etwas einfacher. Ich möchte mich jetzt natürlich nicht rausreden, aber die Computersteuerung ist teilweise wirklich etwas mager. Warum hat denn der überlebt? Ich habe den noch volle Bude erwischt. Aber mit der Taktik fahren wir, denke ich mal, ganz gut. Nein. Können es natürlich auch so machen. Ah, sie ist doch schon wieder gerutscht. Ihr habt es gesehen. Ich habe gar nichts gemacht. Jetzt habe ich sie nicht. Jetzt aber. Okay, bis jetzt läuft so ganz gut. Ist zwar etwas langweilig. Oh nein. Hä? Hat die jetzt selber abgeschossen oder steht hier so ein Typ rum? Nein. Ui. Mensch, wie habe ich das geschafft? Nein. Ach ja. Oh, vor allem, wie viel zieht so ein scheiß Schuss ab? Will die mich verarschen? Wahnsinn, das hat ja alles bis auf einen gehittet. Ach Mensch, ich wollte mal versuchen, das Ding abzuschießen. Oh ne, irgendjemand lebt noch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ach ja, genau. Och Leute, macht's doch nicht so schwer. Ey, warum tritten die jetzt noch? Ich dachte, ich kann die in Ruhe abballern. Na, wir killen erstmal hier oben die Typen. Lebt er noch? Natürlich lebt er noch. Ja, er lebt noch. Da sind wir wieder beim Holzmichel. Ach, verdammt. Ich wollte es nochmal versuchen. Ah,
Ich hab's wieder versucht. Obwohl ich dabei hätte eine auf den Kopf bekommen. So, wir haben aber immer noch den ganzen Koffer hier rumliegen und zur Hälfte ist sie schon gehittet. Ich glaube, wir sammeln uns jetzt mal hier die Aug. Und dann gibt's eine aufs Auge. Mensch, jetzt hört doch mal auf. Danke. Na, aber direkt einen Koffer eingesammelt. Ist aber auch Wahnsinn, wie viel ein Schuss von der hittet, ey. Das ist ja echt jenseits von Gut und Böse. Hau ab. Ah, jawohl, wir können sie abschießen. Nein, ich bin voll reingesprungen. Oh, und schon wieder so dolle gehittet. Verdammt. Jetzt hat sie aber kassiert. Ich glaube, wenn wir nicht bald Medizin bekommen... Oh, da unten liegt noch welche. Ja, komm. Ach. Och, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. So schlecht bin ich doch nicht. Sagt jetzt bitte nichts. Schreibt auch nichts in die Comments. Danke. So, naja, dann kümmern wir uns nochmal um den hier. Bam. Weiß nicht, aber zweimal schießen wird echt zu knapp. Die Schrotflinte lädt ja wirklich ein ganzes Stück lang nach. Aber so hier oben auf jeden Fall können wir sie mehrfach erwischen. Weiß nicht, hier unten traue ich mich nicht, weil die dann jedes Mal so blöd rumschießt. Mich wegkickt, meinte ich. Ach, dieses Drecksfeuer, ich würde es ja noch größer machen. Lass doch die ganze Map rennen. The floor is Lava, so nach dem Motto. Nein, jetzt haben wir den Koffer eingesammelt, verdammt. Komm, jetzt schießt die Rakete. Ne, macht sie noch nicht. Ach, war ich wieder zu übermütig. Und damit haben wir schon wieder keine Medizin mehr. Und kriegen noch eine Rakete an den Kopf. Genau. Ach, verdammt. Aber sie hat auf jeden Fall schon gut kassiert. Eine Medizin wäre was Geiles, aber ich glaube, sie schießt jetzt gleich wieder die Rakete. Okay, das können wir auf jeden Fall über den Weg hier abwehren. Da haben wir eine Möglichkeit gefunden. Das gefällt mir. Nein. Hä? Veränder nicht deine Bewegung. Was soll das? Na gut, wenn du immer so weitermachst, habe ich dich bald. Nein. Aber nicht das. Okay, die ist zum Glück gleich da drüben gelandet. Na komm her. Keine Chance gegen mich. Wir müssen nur ordentlich ausweichen. Ein bisschen schießen. Also da hat es uns jetzt zum Ende doch etwas leichter gemacht. Jawohl, wir haben es geschafft. Es hat ein ganz paar Versuche gedauert. Aber ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, dass das Ganze echt nicht so easy ist. 7 Tode. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. 17,5 Minuten. Und auch nur ein Diebesgut. Das war ganz schön jämmerlich diesmal. Aber ganz ehrlich, fliegende Gegner, zielsuchende Raketen, Sniper... Und was auch immer noch alles für komische Sachen, das war einfach zu viel für mich. Wir haben es trotzdem geschafft, ich hoffe ihr hattet Spaß, schaltet morgen 19 Uhr wieder ein. Bis dahin, macht's gut!